ständige Gebrabbel aus den Lautsprechern stört die Männer kaum. Seenotrettungskreuzer H.H. Meyer von Elbe-Weser-Radio. Aber wenn der Einsatzbefehl über Elbe-Weser-Radio kommt, dann sind sie gleich beim ersten Anruf da. Seenotrettungskreuzer H.H. Meyer von Elbe-Weser-Radio. Ein Gespräch für Sie. Seenotrettungskreuzer H.H. Meyer von Elbe-Weser-Radio. Ein Gespräch für Sie. Elbe-Weser, hier ist H.H. Meyer. Ja, H.H. Meyer, ein Gespräch aus Bremen. Ich verbinde. Ja, das ist in Ordnung. H.H. Meyer, Elbe-Weser, bitteschön, hier ist Bremen. Achtung, Seenotleitung Bremen, Seenotleitung Bremen, hier ist H.H. Meyer. Ja, hier ist die Seenotleitung Bremen. Guten Morgen, Herr Plump. Guten Morgen, Herr Jungereit. Herr Plump, ich habe hier die Meldung. Bei Mell und Plate treibt ein Fischkutter und zeigt Notsignale. Laufen Sie sofort aus. Ja, wir haben die Meldung erhalten. Wir gucken da sofort zu. Wir laufen sofort aus. Wiederhören. Ja. Seid los. Im aufdämmernden Tag verlässt der Seenotrettungskreuzer H.H. Meyer seine Seeposition beim Hohe-Weg-Leuchtturm in der Wesermündung. Die Boje, die die Anker- und Einsatzposition markiert, fliegt über Bord. Draußen ist böiger Nordwestwind Stärke 6 bis 7 gemeldet. Ziel der heutigen Einsatzfahrt ist dieser Kutter, der mit Maschinen- und Ruderschaden auf eine gefährliche Bank zu treiben droht. Er hat im Vormast das Notsignal gesetzt, einen Fischkorb über der Nationalflagge. H.H. Meyer geht mit äußerster Kraft auf Suchfahrt. Das Wetter ist unsichtig geworden. Auch wenn die See durch eine längere Sturmperiode stark aufgewühlt ist, braucht der Rettungskreuzer seine Geschwindigkeit nicht zu vermindern. Mit den 1700 PS seiner drei Dieselmotoren kann er auch bei grober See über 20 Knoten laufen. Das sind beinahe 40 Kilometer in der Stunde. Sogar größere Schiffe, wie hier im Hintergrund der See gehende Dampfer, müssen bei hohem Seegang sonst mit ihrer Fahrt heruntergehen. Das kleine, aber leistungsstarke Radargerät ist eine wesentliche Hilfe bei solchen Suchaktionen. Der hochmoderne Funkpeiler dient zur Standortbestimmung. Der Tiefenschreiber im oberen Kommandostand zeigt flaches Wasser an. Und dann ist man auch schon bei dem in Seenot befindlichen Kutter angelangt. Durch Abbrennen von Rotlichtern sucht sich der Eigner bemerkbar zu machen. Er weiß ja nicht, dass sein Seenotsignal längst gemeldet wurde und dass der Rettungskreuzer auslief, um ihn zu suchen. Auf dem in der groben See schwer arbeitenden Schiff wartet außer ihm der Schiffsjunge, der sich verletzt hat. Und
Ajax, der Bordhund, dem es auch nicht sehr geheuer ist. Mit Hilfe einer Leinenpistole soll schnellstens eine Schleppverbindung hergestellt werden, damit der vor dem Wind rasch abtreibende Kutter aus der Nähe der gefährlichen Riffe weggebracht werden kann. 150 Meter weit trägt die Rakete die leichte Leine. Der Schuss hat genau gesessen. Jetzt kann das Schlepptau hinübergeholt werden. Es ist eine Spezialtrosse aus Perlon mit sehr hoher Zerreißfestigkeit und über 30% Dehnung. Aber die Schießleine bricht beim Holen. Segelfrau! Was los? Segelfrau! Der will eine Boot aus! Jetzt tritt das kleine Boot in Aktion. Über die Ablaufbahn, die das abgeklappte Heck bildet, wird es zu Wasser gelassen. Es nimmt die Schlepptrosse über und bringt sie zu dem Havaristen. Außerdem will es auch gleich den verletzten Schiffsjungen übernehmen, damit er auf dem Kreuzer sachgemäß behandelt werden kann. Das Tochterboot ist ebenfalls mit Dieselmotor ausgerüstet und erreicht eine Geschwindigkeit bis zu 10 Knoten. Es ist absolut seefähig und man kann mit ihm sogar ins Brandungsgebiet fahren. Mit dem Kreuzer geht es in Funksprechverbindung. Klappt das Heck des Kreuzers herunter, bereit, das kleine Boot aufzunehmen. Mit Hilfe einer hydraulischen Katapulteinrichtung wird es an Bord geholt. Im Schlepp des Seenotrettungskreuzers H.H. Meyer tritt der Havarist die Fahrt zum sicheren Hafen an. Schiff und Besatzung sind aus Gefahr befreit. Ein Fall, wie er täglich an der Küste passiert, ist damit abgeschlossen. Ein Fall, wie er beinahe schon zum täglichen Brot der Rettungsleute gehört. Aber nicht alle Rettungsfahrten verlaufen so einfach. Bei schwerem Sturm, wenn draußen über den Bänken eine himmelhohe Brandung steht, in Nacht- und Grundsee geht manche Fahrt auf Leben und Tod. Aber solche Einsätze kann man nicht filmen.